Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Diablo 4 in der Season 6 mit Vessel of Hatred und unserem Totenbeschwörer mit Dienern. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, meine Lieben, wie versprochen, machen wir noch den Totenbeschwörer mit Dienern. Ihr seht, ich bin aktuell Level 37. Das geht schon sehr schnell mit dem Level, muss man sagen. Zumal, wenn man jetzt die Story spielt. Wir bekommen ja teilweise als Belohnung manchmal auch zwei Fertigkeitenpunkte spendiert und somit, glaube ich, brauchen wir nicht hier in Dreierschritten wie beim Geistgeborenen bis zur 60 die Videos raushauen, sondern ich hau vielleicht jetzt noch ein Video raus, wenn wir Level 50 sind, dass ihr auch mal so ein bisschen wisst, wie sich die Fertigkeitenpunkte dann verteilen, gerade eben auch deshalb, weil wir eine neue Fertigkeit bekommen haben. Eine neue ultimative Fertigkeit mit dem Totenbeschwörer, nämlich den Seelenriss, habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, kann ich dazu noch nichts sagen. Ich tendiere momentan dazu, ihn aktiv in diesem Bild einzubauen, anstelle von Armee der Toten, aber ich kann das noch nicht beurteilen, ob das auch so stark ist dann, dass wir beim Seelenriss bleiben oder ob wir irgendwann wieder, wie auch in der Season 5, auf unsere Armee der Toten zurückgreifen müssen. So. Wenn ihr auch einen Totenbeschwörer spielt, dann spielen wir hier einen reinen Dienerbild, aber allerdings auch mit Pest und nicht mit Blutwoge. Ich habe mich hier an einen Bild angelehnt, der auf Maxroll momentan kursiert, als Level-Bild wohlgemerkt, aber mit so ein paar Abwandlungen, weil ich mit dem Bild, wie er auf Maxroll jetzt vorgeschlagen wird, taugt er mir nicht so. Das kennt ihr mittlerweile bei mir. Ich möchte hier natürlich hauptsächlich meinen Fokus auf die Skelettmagier legen. Das ist die Klasse oder die Schadensklasse, die wir im Endeffekt auch im Endgame pushen müssen über die Vollendung. Ich lege wahnsinnig großen Wert auf Altern und auf die Leichenranken, dass wir diese auch in der Vollendung an die 100% bringen, dass wir hier möglichst große Flächen abgreifen können. Okay, vielleicht fangen wir ganz kurz mal an mit der Ausrüstung, die ich trage. Ich habe bewusst jetzt Runenwörter als solches noch nicht genutzt. In der Levelphase könnt ihr euch das auch sparen. Das langt auch wunderbar, wenn ihr das ja mit vielleicht Anfang 50, Mitte, Ende 50 schlankt euch spielend, wenn ihr dann erst Runenwörter einsetzt. Vorher, wenn ihr halt Edelsteine benutzt, müsst ihr den Toppers nutzen. Der Toppers gibt euch nochmal Intelligenz. Das haut ihr euch einfach je nach Edelsteinqualität in eure Ausrüstungen rein. Und bei der Waffe nehmt ihr auf jeden Fall eine Zweihandsense aufgrund des Implizitwertes von dem Schaden des Typs Herbeirufung. Betrifft ja hauptsächlich unsere Diener und haut dort einen Smaragd rein in der besten Qualität, wie ihr euch das aber auch leisten könnt, weil die Kosten explodieren bei diesem Spiel. Die wurden extrem angepasst, was wir teilweise an Gold für Verzauberungen oder für Edelsteine ausgeben müssen oder für Aspekte. Das ist abartig. Das ist absolut abartig. Das, da müsst ihr wirklich drauf achten. So, wir gehen vielleicht ganz kurz durch. Ich habe noch nicht alle Aspekte, die ich brauche für diesen Bild. Ja, das ist ja klar, wir müssen uns die erst wieder zusammenfarmen. Ich habe aber ein paar, die auf jeden Fall nützlich sind und die auch später sicherlich Einzug in den finalen Bild haben werden. Beim Kopf, wie gesagt, rudimentär, egal was ihr tragt, ihr solltet darauf achten, dass ihr maximales Leben auf jedem Ausrüstungsteil drauf habt, weil unsere Diener davon 100%ig profitieren. Und ihr solltet natürlich gucken, dass ihr euren Intelligenzwert in die Höhe treibt. Intelligenzwert ist der Wert, der unseren Fertigkeitenschaden beeinflusst. Natürlich positiv, je mehr, desto besser. Und maximales Leben sind wir so ein bisschen darauf angewiesen, auch auf den Ausrüstungsgegenständen maximales Leben drauf zu haben, weil wir hier die erste Änderung haben, was den Rubin betrifft. Der Rubin gibt uns kein Leben mehr. In der Season 5 hat er uns noch Leben gegeben. Da haben wir uns hauptsächlich hier in die Ausrüstungs-Items haben wir uns den Rubin reingepackt. Das gibt es aber nicht mehr in der Season 6, beziehungsweise jetzt in dem neuen Diablo 4 Vessel of Hatred, sondern wir müssen hier den Intelligenzwert pushen. Wie machen wir es dann beim Leben? Ganz einfach, ihr müsst einfach dafür Sorge tragen, dass auf jedem Ausrüstungsteil maximales Leben drauf ist. Natürlich könnt ihr auch später über die Härtung
könnt ihr ja dann noch euch Leben dazu pushen, dazu geben, wenn ihr das eben unbedingt braucht. Das ist dann jedem selbst überlassen. Ansonsten, Aspekte braucht ihr wie folgt, egal ob der jetzt auf dem Kopf oder auf der Brust drauf ist. Einmal diesen Aspekt, ihr erhaltet 4 Sekunden lang 0,7% der erhöhte Rüstung, wenn ihr irgendeine Art von Schaden verursacht, bis zu 40% stapelbar. Bei der Brust habe ich die Schadensreduktion in Aspekt, sowohl eure Diener als auch ihr erhaltet 21% erhöhte Schadensreduktion. Bei den Handschuhen habe ich den Aspekt mit den Leichenranken, auch ganz, ganz wichtig. Neben Intelligenz, maximales Leben, haben wir hier nochmal Angriffsgeschwindigkeit mit drauf und eben diesen Aspekt der Leichenranken. Erhaltet 6 Sekunden lang eine um 5% erhöhte kritische Trefferchance. Wenn ihr Leichenranken wirkt, ihr fügt Gegnern für 6 Sekunden, nachdem sie Schaden durch Leichenranken erlitten haben, 10% zusätzlichen kritischen Trefferschaden zu. Was für ein langer Satz. So, dann haben wir bei den Beinen nach wie vor wieder den gleichen Aspekt, den wir auch in der Season 5 benutzt haben. Eure Skelettpriester verstärken euch jetzt mit 69% Effektivität. Bedeutet im Grunde, wenn wir Skelett erwecken, ausführen, wenn dann eben auch Leichen platziert sind, wisst ihr ja, dass wir über Skelette erwecken sozusagen einen Skelettpriester beschwören. Der ist nur ganz kurz sichtbar. Dieser Priester stärkt wiederum oder heilt vielmehr unsere Skelettdiener und würde uns jetzt um 69% Effektivität eben stärken. Und letztendlich, dass er uns stärkt und wir ja eine gewisse Stärke zu 100% ja auch unsere Diener auch abgeben, wie beispielsweise das Leben, wie beispielsweise auch die Rüstung. Früher war das so, dass 30% von den Boni, die wir sozusagen getragen haben, haben die Diener bekommen, 30%, jetzt bekommen sie 100%. Also je mehr Leben wir haben, je desto bessere Rüstung wir haben oder mehr Rüstung wir haben, profitieren unsere Diener umso mehr davon. So, bei den Stiefeln, wie gesagt, wie anfangs erwähnt, die langsamste Klasse von allen Diablo 4 Standardklassen ist der Totenbeschwörer. Mit 100% Bewegungsgeschwindigkeit ist es zum Einschlafen. Da macht das Spiel wirklich keinen Spaß. Ihr solltet hier darauf achten, dass ihr Stiefel findet, die euch Bewegungsgeschwindigkeit bieten. Unbedingt. Des Weiteren, was das Entrinnen betrifft, es gibt, glaube ich, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bis jetzt habe ich keine Stiefel gefunden, die uns im Implizitwert, sprich in dem Wert unterhalb der Rüstung, nochmal drei Ränge oder nochmal drei Ränge auf Entrinnen bieten. Habe ich bis jetzt nicht gefunden. Ich glaube, dass das rausgepatcht wurde. Wir haben allerdings hier einmal einen Implizit, der sozusagen unser Entrinnen, glaube ich, Angriffe irgendwie reduzieren, die Ablenkzeit von Entrinnen um eine Sekunde, meine ich, heißt es. Ich glaube, das müssen wir priorisieren. Wenn ihr sowas habt wie hier, ist das sicherlich nicht so verkehrt. Es ist aber sicherlich auch nicht best in Slot. Also da müsst ihr euch vielleicht, oder ich mache mich da nochmal schlau, was denn hier am wichtigsten ist. Natürlich Intelligenz, natürlich maximales Leben, wie gesagt, zwei Bewegungsgeschwindigkeit und wenn ihr dann das Glück habt über die Härtung, auch nochmal Bewegungsgeschwindigkeit abzugreifen, dann nutzt es. Bei mir hat es leider nicht funktioniert. Ich habe immerhin 4 Sekunden lang 16,5% Bewegungsgeschwindigkeit nach Töten eines Elite-Gegners. Das ist ganz nett, aber ihr wisst selber, wie frustrierend manchmal diese Härtungen auch sein können, wenn viermal der gleiche Wert kommt von 5 Versuchen. Und im 5. Versuch kommt dann irgendwas anderes. Naja, okay. Zweihandsense. Ist bei mir lange nicht gedroppt. Unfassbar. Also habe ich überhaupt nicht verstanden. Das Zweihandsense als solches ist bei mir mit Level 35 habe ich meine Zweihandsense bekommen. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Oder ob wir eventuell noch Fehler im Spiel haben. Das war sehr mühsam, weil wir natürlich die Sense brauchen über bzw. wegen dem X% Schaden des Typs Herbeirufung. Herbeirufung betrifft unsere Diener. Das heißt, haben wir hier eine Zweihandsense, die einen hohen Schadensprozentsatz drauf hat, dann sind unsere Diener auch stärker. Ansonsten kommt hier der Aspekt drauf, eure Diener erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind, bis maximal 60%. Und hier hatte ich mir den Aspekt draufgenommen, kritische Treffer verleihen eine Sekunde lang 9% Bewegungsgeschwindigkeit bis maximal 6 Sekunden. Ich habe allerdings auch noch keinen anderen, neueren Aspekt bekommen, der hier irgendwie sinnvoller wäre. Genauso wie auch den Diener-Aspekt, wo wir nochmal einen Diener dazu bekommen, habe ich auch noch nicht bekommen. So, beim Amulett haben wir neben Intelligenz, maximale Ressource und dann einem Schadensmultiplikator bzw. einem Schadensbuff
haben wir den Aspekt, ihr und eure Diener fügt Gegnern, die von einem Fluch betroffen sind, um 56% erhöhten Schattenschaden zu. Das ist sehr, sehr wichtig. Den solltet ihr auch aufs Amulett tun. Dann haben wir hier nochmal einen Ring mit kritischer Trefferchance, 7,5 Schaden, 20% Schaden gegen verwundbare Ziele und als Aspekt erhaltet 7 Sekunden lang um 18% erhöhten Schaden für gewisse Arten von Schaden. Dieser Effekt wechselt zwischen zwei Kategorien, Feuer, Blitz und physisch, Kälte, Gift und Schatten. Warum, weshalb, wieso ich den Aspekt da reingepackt habe, erkläre ich euch gleich. Und beim zweiten Ring haben wir nochmal Intelligenz, Schaden über Zeit, das ist natürlich ganz gut. 2,4 Ressourcenreduktion, Abklingzeitreduktion wäre auch nicht schlecht, wäre vielleicht sogar besser. Und den Aspekt, jedes Mal, wenn einer eurer Diener einem Gegner Schaden zufügt, erhält er 3 Sekunden lang 12% Angriffsgeschwindigkeit bis maximal 36%. So, vom Schmuck her ballert ihr euch hier einen Totenschädel rein, in der Qualitätsstufe, wie ihr ihn euch einfach auch leisten und herstellen könnt. Ihr seht, das Rüstungscap liegt jetzt bei 1000, wir sind jetzt bei 704, das ist ganz ordentlich, sind schon mal 85% Schadensreduktion, das ist in Ordnung. Angriffsstärke ist natürlich für ein Popo, Leben mehr oder weniger auch, aber wir sterben eh nicht, also passt das erstmal. Warum habe ich diesen Aspekt genommen? Ganz einfach, wir haben ja jetzt auch Söldner mit dabei und wir haben ja immer einen aktiven Söldner, der uns im Kampf begleitet permanent und wir haben einen Verstärker-Söldner, der nur in einer Kampfhandlung, wo wir auslösen, ihn sozusagen hinzurufen können. Und es hat sich so ein bisschen ergeben, dass dieser Altkin, dieser Dämon, der uns als Verstärker-Söldner begleitet oder in Kampfhandlungen reinspringt, dass das sich ideal mit diesem Aspekt verträgt. Unsere Diener machen physischen Schaden. Okay. Altkin macht in Dämonenform Feuerschaden. Ist jetzt so von mir eingestellt, dass wenn der Gegner da ist, wir auf den Gegner Altern drauflegen, dann kriegt der Gegner schon mal den ersten Crowd-Control-Effekt. Nämlich, er wird verlangsamt und er macht weniger Damage im Zuge dessen. So, dann schauen wir, dass wir möglichst viele von Altern eben selektieren oder dass wir möglichst viele Gegner Altern legen. Dann sind ein paar Leichen schon platziert. Dann zünden wir die Leichenranken und ziehen die Gegner zusammen, dass sie möglichst viele Gegner auf einem Spot sozusagen stehen. Leichenranken macht die Gegner verwundbar. Der dritte Status. Ja? In dem Moment, wo die Gegner zusammengezogen werden, kriegen sie von mir eine mal Pest drauf. Das heißt Schattenschaden über Zeit. Vierter Status. In dem Moment, wo Leichenranken die Gegner zusammenzieht, meldet sich Altkin und zündet Sturm des Feuer. Und dann haben wir noch den Feuerschaden über Zeit. Also wir haben auf jeden Fall 5 Statuseffekte auf dem Gegner. Auf dem Boss natürlich auch. Und das ist halt wirklich cool, wenn ihr das mit Leichenranken kombiniert. Dann macht das richtig Spaß. Wenn ihr mit eurem Skelettmagier aber sagt, nee, ich möchte hier aber eher auf die Kältemagier gehen, beispielsweise, um dann auch noch Verwundbarkeit auszulösen, obwohl unsere Leichenranken Verwundbarkeit auch auslösen würden, oder ihr geht hier in den ersten rein, dass 3 Essenz generiert werden von den Kältemagiern, dann würdet ihr dennoch 6 Statuseffekte auf dem Gegner haben, weil hier ja die Möglichkeit besteht, dass der Gegner sogar noch eingefroren wird. Das heißt, da würde das Feuer greifen und physisch greifen und Kälte greifen und Schatten greifen. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Leichenranken, die Verwundbarkeit auslösen. Dann haben wir Altern, die Verlangsamung auslösen. Und dann haben wir, das sind die. Also das ist wirklich lustig zu spielen und das kann ich euch empfehlen. Es ist aber, wie gesagt, Geschmackssache. Was ich euch auf jeden Fall nicht empfehle, ist, dass ihr Altkin als euren Hauptsöldner mitnimmt. Ihr bekommt da nämlich von ihm einen Debuff, wo ihr erstens mal verwundbar werdet. Das ist natürlich Worst Case. Schlechter geht's gar nicht mehr.
Und was, wenn das schon nicht schlimm genug wäre, übertreibt erstmal ja mit seinen dämonischen Fähigkeiten. Also er überlädt dann sozusagen und dann braucht er eure komplette Essenz auf. Innerhalb von 10 Sekunden seid ihr out of Essenz. Also no way, auf gar keinen Fall machen. Dann wird euch nämlich der Totenbeschwörer überhaupt keinen Spaß machen und ihr, dann habt ihr auch keine Fertigkeit mehr zur Verfügung. Also macht das nicht, aber macht das in Kombination mit Vajana, dass die macht im Grunde ist unser Hauptsöldner und der Altkin ist unser Verstärker. Vajana ist deshalb so interessant, weil sie uns wiederum durch ihre Fähigkeiten auch einen CC-Effekt mitbringt, nämlich den Blutungsschaden. Das heißt, wir haben Schattenschaden, Blutungsschaden, Altern, Pest, Feuer, physisch. Super geil. Da müsst ihr links einbiegen. Jetzt versagt schon die Stimme. Geht ihr auf Spalten, auf Hysterie, da kommt dann die Angriffsgeschwindigkeit noch mit dazu, dann kommt der Blutdurst, dann profitieren wir auch dann von der Angriffsgeschwindigkeit und unsere Diener ja auch wiederum. Und hier wird die, über den Blutlust wird dann die Angriffsgeschwindigkeit nochmal erhöht. Weiß man leider nicht wie viel. Ich glaube, es ist ein Bug seitens Blizzard. Ich hoffe, das wird bald gepatcht. Aber das ist wirklich sehr zu empfehlen. Diese beiden in Kombination. So. Das haben wir gemacht. Buch der Toten. Ich bleibe nach wie vor bei den Schnittern auf der mittleren Position, weil ich einfach viele Leichen haben möchte. Ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wir brauchen viele Leichen. Ihr könntet auch, wenn ihr wollen würdet, ihr könnt auch das hier selektieren, dann würde es eben bewirken, dass eure aktiven Abklingzeiten nochmal um 3 Sekunden verkürzt werden. Aber ich sehe, ganz ehrlich, Maxroll, glaube ich, hat das so aktiviert. Ich sehe da nicht wirklich Sinn. Ich komme wunderbar klar mit den Abklingzeiten, braucht ihr also nicht. Bei den Skelettmagier, wie gesagt, Maxroll empfiehlt hier auf Kälte zu gehen. Wir würden zwar hier 4 Sekunden Verwundbarkeit auslösen, das machen wir aber durch unsere Leichenranken ja so oder so. Also brauchen wir eigentlich nicht. Wir bleiben lieber auf dem Schattenaspekt hier, auf dem mittleren, dass die Schattenmagier bei jedem dritten Angriff zusätzlich einen Schattenblitz abfeuern. Und wenn wir dann die Golem-Quest auch mal abgeschlossen haben, dann werden wir den Golem als solches aber auch nicht aktiv nutzen, sondern wir werden den opfern, um uns den kritischen Trefferschaden zu sichern. So, dann haben wir Charakter gemacht, Buch der Toten gemacht, Söldner gemacht, dann zeige ich euch noch die Fertigkeit. Wir sind natürlich noch nicht komplett durch, ist ja logisch, mit Level 37. Ihr geht am Anfang in die blutige Ernte, dann in die verbesserte blutige Ernte, kommt dann runter zu den Kernfertigkeiten, geht dann mit 3 Punkten in geschundenes Fleisch rein und geht in die Pest. Maxroll empfiehlt, diesen Weg zu gehen, über die Blutwoge, aber für mich ist das keine entspannte Spielweise. Vor allem, ich möchte bei meinen Skelettmagiern bleiben, damit die diesen Glow-Effekt bekommen, damit wir wissen, später auch, wenn wir dann zu Ende geskillt haben, dass wir nah genug an unseren Skelettmagier dranstehen, dass die den verstärkten Schaden machen. Ich bleibe nach wie vor auf der Pest. Ich finde das besser mit der verbesserten Pest und der übernatürlichen Pest, dass wenn wir Gegner bekämpfen, die eben in der Pest stehen und unsere Diener ja an den Gegnern dran stehen, dann würden die Diener von uns einfach nochmal 20% mehr Schaden den Gegnern zufügen. Dann kommt ihr runter zu den Leichenfertigkeiten, makabren Fertigkeiten. Dort geht ihr lediglich jetzt in der Levelphase erstmal mit 1 Punkt in den Blutnebel, das lang. Geht mit 3 Punkten in die nekrotische Stärke rein. Das ist, glaube ich, neu. Glückstreffer, ihr habt eine Chance von bis zu 15%, 6 Sekunden lang eine Barriere in Höhe von 7% eures maximalen Lebens zu gewinnen. Gehen in den Fall des Titanen. Während wir gestählt sind, verursachen wir um 18% erhöhten Schaden gegen Elitegegner. Greift natürlich dann auch erst, wenn wir den nekrotischen Panzer ausgeskillt haben, weil dort wird ja auch erstmal Stählung erzeugt. Dann geht ihr mit 3 Punkten in die Beherrschung von Skelettkriegern, 3 Punkte in die grausige Ernte und 3 Punkte in den kraftbringenden Tod. So, unten bei den Fluchfertigkeiten geht ihr nicht in die eiserne Jungfrau, auch wenn diese ab dem zweiten passiven Node keine Essenz mehr kostet, sondern ihr geht in Altern mit 1 Punkt. In das verbesserte Altern und das abscheuliche Altern. Hier wiederum habt ihr die Möglichkeit von bis zu 15%, dass aktive Abklingzeiten von euch um 1 Sekunde reduziert werden. Geht mit 3 Punkten in den verstärkten Schaden, 3 Punkte in die Umarmung des Todes
und 3 Punkte in Annäherung des Todes. Ihr erhaltet 15% Bewegungsgeschwindigkeit. Absolutes Must-Have. Sonst schläft ihr beim Spielen ein, weil er nur noch kriecht, euer Totenbeschwörer. Geht natürlich mit 3 Punkten in die Beherrschung von Skelettmagiern, das ist klar. So, und mehr habe ich noch nicht, meine Lieben. Ich habe jetzt erstmal unten den letzten Punkt gesetzt, dass wir Kalans Edikt auf jeden Fall nutzen. Pro aktiven Diener erhalten eure Diener 3% Angriffsgeschwindigkeit additiv und verursachen 3% multiplikativ erhöhten Schaden. Und gehen hier einen Punkt erstmal in die Leichenranken, in die verbesserten Leichenranken und in die Verseuchten, um die Verwundbarkeit beim Gegner auszulösen. Wenn ihr das bis Level 37 erstmal so einstellt, dann werdet ihr gut klarkommen. So, wir sind durch. Und ich hoffe, dass ihr einfach Spaß habt mit eurem Totenbeschwörer, auch wenn er jetzt in sogenannten Tierlisten, ob auf Maxroll oder auf anderen Seiten, jetzt nicht unbedingt in einer hohen Tierstufe irgendwo vorzufinden ist. Er macht dennoch Spaß und ich bin mir sicher, dass wir im Laufe der Season 6 und generell jetzt mit dem Add-on, dass bestimmt auch nochmal Patches von Blizzard kommen werden. Die werden das ja auch letztendlich sehen, wenn keiner mehr mit dem Totenbeschwörer spielt, dass die Klasse einfach zu schwach ist oder in manchen Situationen zu schwach ist oder zu langsam ist, dass hier noch Korrekturen vorgenommen werden. Ansonsten viel Spaß mit eurem Totenbeschwörer und Dienern. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch was eventuelle Runenwörter angeht, ganz, ganz wichtig, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde die Runenwörter als solches mit dem nächsten Video euch dann zeigen, welche ich nutze. Ich werde mit circa Level 50 nochmal ein Video raushauen mit dem Totenbeschwörer, mit Dienern. Dann sehen wir mal, inwieweit sich Seelenriss auch so verhält, ob das sinnvoll ist oder ob wir auf die Armee der Toten wieder zurückgreifen müssen. Und sonst wird nach dem 50er-Video auf jeden Fall das 60er-Video kommen und dann natürlich fortlaufend weitere Build-Updates, weil dann geht es ja erst richtig los. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch, macht's gut, ciao.